Ey Leute, was geht ab? Mein Name ist Max. Willkommen zu meinem Let's Play Fallout 4. Wir sind heute wieder mal unterwegs zu den Railroad-Agenten. Und zwar sollen wir uns irgendwo an der Brücke treffen. Mal gucken, was er uns so alles zeigt. Was gibt's denn hier für ein Schild? Okay, gibt's hier Bären? Der hat wahrscheinlich schon so einen Sprengsatz da hinten. Naja, kannst du behalten. Mal gucken, was es nur hinter der Tür da gibt. Okay, ich könnte durch ein Abwasserrohr noch da reingehen. Oder einfach aufs Dach klettern. Oder gibt's nichts Besonderes? Wo ist denn das Rohr? Da ist das Abwasserrohr. Aber da komme ich so nicht rein, oder? Ah, doch.
Ich hoffe, es ist nicht das, wonach es aussieht. Also alles eingepackt, bevor er da oben gekämpft hat. Er hat die Liste nochmal überprüft und so. Und deshalb nannte sie ihn gründlich. Oh, was hat er erfunden? Den Transdentalismus, Dummkopf. Du hörst dich an wie ein Idiot. Woher zum Geier weißt du das? Ich habe mal ein Buch gelesen, als ich die Grockner-Comics durch hatte. Ich wünschte, ich könnte lesen. Naja, lesen ist vom Vorteil. Jemand da? Irgendwas Nützliches? Gute Sichtlinien, viel Deckung. Wer auch immer das angelegt hat, wusste, was er da macht. Verdammt nochmal, ja. Ja, können wir jetzt besser verkaufen, mehr Kronkorken einnehmen. Das ist doch schön. Hat sich dieser Abstecher schon gelohnt? Da gibt es wahrscheinlich noch mehr Typen. Jetzt gehört. Nein, das hin. Ganz ruhig. Was zum. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Den habe ich fast übersehen, ey. Ich dachte schon, das wäre eine Falle. Was gibt's hier noch Gutes? Die Glühbirne nehme ich nur mit.
Dann gehen wir mal weiter in den Laden. Würden wir quasi schon rausgehen? Gibt es hier nicht noch eine Lootkiste? Kann ich den nicht mitnehmen? Nee, hier ist soweit nichts mehr, dann gehe ich durch die Tür. Glaubst du, in dem ganzen Müll ist irgendwo was Wertvolles zu finden? Ja, meistens haben wir das schon mitgenommen. Schön, dass du heute hier rauskommen konntest. Hm? Wer spricht da? Sind es Raider? Plünderer. Haben die uns nicht gesehen? Guys, hallo. Hi. Wie läuft's denn so? Du kannst gerne zu uns kommen. Nimm dir ein Stück Boden, einen Stumpf, einen alten Reifen, was auch immer. Entspann dich und bleib eine Weile. Die gute Gesellschaft geht aufs Haus, aber ich halte Leib und Seele gerne mit Drinks zusammen. Kann ich dir was zu trinken holen? Was ist das? Eine Wanderbar? Ich habe viele Freunde. Ich lerne überall neue Freunde kennen. Meine Freunde trinken gerne mit mir. Was soll ich sagen? So lässt sich's aushalten. Bisher gefällt mir das Wanderleben. Ich sehe die Welt und meine Freunde wissen, dass ich sie bald besuchen komme. Also, möchtest du irgendwas haben? Vielleicht. Was hast du denn? Meine Auswahl ist etwas begrenzt, aber schau dich um. Ja, kaufen wir mal ein Bier ab. Du bist richtig in Stimmung, kein Zweifel. Richtig gemütlich habt ihr es hier. Wer? Vor allem wo? Ich habe da keinen gesehen. Okay. Deacon? Bist du das? Gefällt dir die Verkleidung? Meine Ödländer-Tarnung? Das hier ist mein Müllhaufen, Arschloch. Verpiss dich! Gut, nicht wahr? Hast Glück, dass ich nicht auch mein Gesicht getauscht habe. Kannst dein Gesicht wechseln? Ich lege mich alle ein, zwei Jahre unter das Messer. Neues Gesicht, neuer Körper, Unterneuerung, um meine Feinde zu verwirren.
Das ist keine sonderlich tolle Verkleidung. Eine Verkleidung ist mehr als eine Perücke und ein paar verlauste Klamotten. Du wärst überrascht, wie weit ich schon mit der richtigen Einstellung und einem Klemmbrett gekommen bin. Aber weiter zum Auftrag. Die Railroad nutzt erst seit kurzem die Old North Church. Unsere alte Basis war unter Slocum Joe's. Wir hatten uns echt gut eingerichtet, bis das Institut uns schließlich fand. Eure Basis war unter einem Donutladen? War deutlich besser, als es sich anhört. Naja, bis alles in die Luft flog. Was ist passiert? Unser Hauptquartier war solide und gut zu verteidigen. Wir hielten es für sicher. In weniger als einer Minute waren die Institutstruppen drin und verwandelten es in einen Schießstand. Den Überlebenden fehlte die Zeit, alles mitzunehmen. Da sind noch ein paar Dinge, die wir rausholen können. Wonach genau suchen wir? Das verrate ich dir, wenn wir drin sind. Ich weiß, dass das blöd ist, aber strategisches Unwissen hat unsere Organisation schon so manches Mal gerettet. Wir haben einen Touristen in der Nähe. Er oder sie hat Infos über die Basis. Also besuchen wir ihn, bevor es losgeht. Fürs Erste gehe ich mal vor. Also ich suche nach Bahnsignalen, Symbole, mit denen wir einander Botschaften schicken. Wenn du so willst, haben wir Zeichen und Gegenzeichen, tote Briefkästen, sogar einen geheimen Handschlag. Gut, der Handschlag wurde nie richtig angenommen. Wie dem auch sei, der Tourist sollte uns eine Spur hinterlassen haben. Ah, da ist ja ein Bahnsignal. Der Pfeil in der Mitte zeigt die Richtung an. Unser Tourist ist also vor uns. Gehen wir weiter. Na, die sind so lahmarsch. Ich kann hier nicht laufen. Wenn ich normal gehe, bin ich schneller als sie. Und das nächste Bahnsignal. Genau hier. Wo denn? Ach da. Machen wir uns auf den Weg. Neben Shit. Und noch eins. Wir sind sicher gleich da. Ich höre doch schon wieder Zombies. Jetzt aber schon ruhig vorlaufen können. Siehst du das Pluszeichen in der Mitte? Das heißt, dass ein Verbündeter in der Nähe ist. Oder ein Tourist. Du übernimmst das Reden. Egal, was er sagt, du antwortest, meiner ist in der Werkstatt. Vertrau mir. Okay. So, hier drin. Meine ist in der Werkstatt.
Hallo. Dem Himmel sei Dank. Hast du einen Geigerzähler? Hast du einen gottverdammten Geigerzähler? Meiner ist in der Werkstatt. Wer zur Hölle ist der da? Das Hauptquartier wollte einen Agenten schicken, nicht zwei. Tut mir leid, ich bin neu. Er zeigt mir gerade, wie alles so läuft. Schon gut. Die Mauer sei mein Zeuge. Ich dachte, ich wäre tot. Höchste Zeit, dass ihr Mistkerl aus dem Hauptquartier endlich auftaucht. Erzähl mir, was los ist. Ich habe mich für leichte Aufklärungsarbeiten gemeldet. Aber in eurem Slug am Joes wimmelt es nur so vor gottverdammten Sündwichsern mit Chromschädeln. Die Front ist von vorne bis hinten befestigt. Die haben da alles mit Minen vollgestopft. Die haben ein Minenfeld? Ja, die Mutter aller Minenfelder. Unmöglich, da eine Karte zu zeichnen. Was meinst du mit Chromschädel? Du weißt schon, diese frühen Modelle sehen aus, als wäre Metall über mechanische Innereien gestülpt worden. Die sieht man hin und wieder, wenn sie Gott weiß was für das Institut erledigen. Ich weiß zu schätzen, was du getan hast. Ich hoffe, es hilft auch was. Wirklich. Sobald es sicher ist, verziehe ich mich schleunigst von hier. Wenn du also noch was brauchst, solltest du mich bald fragen. Krieg ich noch was von dir? Hey, Ricky. Brauchst du sonst noch was? Hast du was gefunden, was uns helfen könnte? Wir setzen da draußen unser Leben aufs Spiel. Ach, zum Teufel. Ich kann wohl ein paar Sachen entbehren. Will ja nicht für euren Tod verantwortlich sein. Wir stürmen die Basis. Sobald wir angreifen, schnappst du dir dein Gewehr und schießt auf alles, was du siehst. Von uns hängen eine Menge Leben ab. Ihr wollt immer und immer und immer mehr, bis ich draufgehe oder in irgendeinem gottverdammten Graben verblute. Leck mich! Okay. Entschuldigung. Unser Ricky ist ja ein echter Sonnenschein. Meinst du, er sagt die Wahrheit? Wahrscheinlich sagt er die Wahrheit. Aber das weiß man nie genau. Meine Meinung. Ich denke, wir können ihm glauben. Die erste Regel in diesem Geschäft ist es, nie gegen sein Gespür zu handeln. Wenn wir ihn also beim Wort nehmen, an der Vordertür lauern Minen, Synths und sicher auch ein paar andere spannende Dinge. Wir gehen also durch den Fluchttunnel rein. Der Tunnel ist sicher einfacher als ein Frontalangriff. Einfacher, aber kein Spaziergang. Geh vor, Kumpel. Ich gebe dir Deckung. Diesmal soll ich vorgehen, okay. Wie kommen wir hier runter? Gibt's hier gar keinen Lift? Ja, latschen wir den Weg zurück. Schade, dass das mit der Feuerunterstützung nicht klappt. Hey, Ricky. Ihr solltet schleunigst von hier verschwinden. Und dreht euch nicht um. Ja. Hau ab, du Feigling. Sag mal hier Schönes. Siehst du sie? Ja. Eine Powerrüstung, fett. Aber ohne Helm. Ja.
seid ihr endlich fertig? Ja, toll, jetzt habe ich hier gar kein Licht. Hey, was gibt's? Ich glaube, ich komme ohne klar. Ich wollte seinen Helm nehmen, damit ich hier wenigstens Licht habe. So, auf geht's in den Tunnel.